Wurde euch schon mal gesagt, wie spannend oder lehrreich die letzte Cybersecurity-Schulung gewesen wäre? Also uns jedenfalls nicht, und gerade bei so einem wichtigen Thema wollen wir genau deswegen das ändern. Hi, ich bin Felix. Ja, servus, ich bin Chris. Und wir sind die Gründer von Clickwise. Wir entwickeln praxisorientierte Cybersecurity-Awareness-Schulungen für Unternehmen und Privatpersonen. Wir kommen beide schon aus dem Unternehmenskontext und haben da schon gemerkt, wie ineffektiv rein theoretische Schulungen sind. Und dann vor ungefähr 6 Monaten hat jemand in meiner Familie im Unternehmenskontext Bankdaten auf einer Phishing-Website eingegeben und dann Zugriff aufs Konto verloren. Und diese Situation irgendwie zu lösen, kann ich nur sagen, das war eine ganz, ganz andere Lernerfahrung. Und wir wollen jetzt genau diese Art von Erlebnis in einem Safe Space als Schulungsszenario anbieten und so eben unseren Usern hands-on die Gefahren, die für sie relevant sind, aufzeigen und ihnen damit auch beibringen, wie sie damit umgehen. Wir sind aktuell in der Vorgründungsphase. Es gibt natürlich einige Herausforderungen, auch rückblickend wahrscheinlich einige Themen, die man anders machen würde. Gerade der Validierungsgedanke ist so ein Thema, so günstig und so schnell wie möglich die Hypothesen zu validieren, die man hatte. Das ist etwas, das wir definitiv anders machen würden. Also wir haben durch das Studium an der Uni Wien erstmal überhaupt die theoretischen Grundlagen erhalten, unser Vorhaben umsetzen zu können. Und dann im letzten Jahr haben wir mit dem Digital iLab, also dem Entrepreneurprogramm der Uni, angefangen. Und hier haben wir durch die Workshops, durch das Mentoring, die Experten, das Netzwerk und auch den tollen Office Space hier und nicht zuletzt auch die Finanzierung eben erst die Möglichkeit erhalten, überhaupt unsere Vorhaben konkret umzusetzen. Und man merkt einfach, dass hier in der Form was bewegt werden soll, und es ist einfach toll, von Anfang an dabei zu sein und diesen Rückhalt zu haben. Wir nutzen erfahrungsbasiertes Lernen, um Mitarbeitende in ihren individuellen Rollen mit den für sie relevanten Angriffen zu schulen. Und wir schaffen dabei ein realitätsnahes Setting, womit wir mehr Awareness erreichen wollen als über die traditionellen Methoden. Und insgesamt haben wir dann natürlich als Ziel, nicht nur Unternehmen sicherer zu machen, sondern auch die Gesellschaft an sich besser digital auszubilden. Wir stehen gerade vor der spannenden Validierungsphase mit unseren Pilotkunden. Und hier hoffen wir natürlich, dass unser Produkt in der Form genauso effektiv ist, wie wir uns das vorstellen. Und damit wollen wir dann langfristig der Gesellschaft, den Menschen und den Faktor Menschen der Form stärken und somit eben unseren Beitrag dazu leisten, dass Cyberangriffe weniger Schaden anrichten.